Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Retterteam DX. Wir werden den Mankeys heute eine weitere Kastanie geben. Und hoffentlich werden sie unsere Basis weiter bauen. Und? Habt ihr uns eine geschädigte Kastanie gemacht? Oh, eine Kastanie, wir wollen eine geschädigte Kastanie. Los, gibt sie her. So aber nicht, mein Freund. Was? Ihr wollt nicht rausrücken? Was soll das? Rasenmassenrasserei, auf sie mit Gebrüll! Mit einem Mal schützen sich die Mankey auf Mike. Allerdings sind die Hitzköpfe zu schwach. Aber, ouch, wir haben verloren. Das wollte ich nur kurz nochmal zeigen, wenn das passiert halt, wenn man auf Nein geht. Aber alles gut, wir geben ihm natürlich die Kastanie. Hier, bitte. Ich habe sie geschält, wie auch immer ich es kann, weil ich als wir sagen könnte, es glaube wahrscheinlich eh nicht. Ich denke mal, Pikachu hat es gemacht oder so. Oh, eine geschädigte Kastanie! Ja, wie geil, Leute! Also los, die Frau Pilze packen wir an! Ja, geil, Leute, wie super! Und so setzen die Mankey nach dem Verzehr einer weiteren geschädigten Kastanie die Renovierungsarbeiten an der Basis voller Tatendrang fort. Bald schon näherten sich die Bauarbeiten an der Basis ihrem Ende. Ach, sie wollen noch eine! Oh, das wusste ich jetzt nicht. Ja, die wollen noch eine. Okay. Dann hole ich mal ganz schnell noch eine. Wir sehen uns gleich. Okay, Rip, ich habe jetzt gerade keine Kastanie gefunden. Allerdings wollte ich euch zeigen, was ich alles gefunden habe. Haben wir eine normale Truhe. Ein weiteres Griffel. Und tatsächlich sogar ein Slimer. Aber mit einer richtig geilen Fähigkeit, aber ich kann es leider nicht mitnehmen, weil ich das Geld nicht habe. Ah, es tut so weh. Egal, das wollte ich nur zeigen und weiter geht's mit der Suche nach Kastanien. Die können halt nicht immer auftauchen. Doch zuvor kriegen wir weitere Post. Klonk. Was haben denn wir Schönes hier? Nummer 221, Reichweite der Attacken. Alle Attacken haben eine Reichweite. Attacken, die auf einen ganzen Raum wirken, haben in einem Gang eine Reichweite von zwei Feldern. So zum Beispiel die Attacke Heuler. Ist die Sichtweite jedoch auf ein Feld beschränkt, gilt diese Beschränkung auch für die Attacken Reichweite. Ja. Nummer 22, Pirsif-Schal, total im Trend. Immer mehr Retterteams achten bei der Wahl ihrer Ausrüstung nicht mal nur auf rein praktische Aspekte, sondern stellen vermehrt modische Ansprüche an die Produkte. Der pinkfarbene Pirsif-Schal ist so beliebt, dass selbst der Kecleon-Laden kaum noch Exemplare vorrätig hat. Wenn du einen Pirsif-Schal entdecken solltest, dann schnapp ihn dir. Okay. Gut zu wissen, I guess. Dann pass ich mal auf. So, da habe ich eine Kastanie gefunden. Dabei auch ein Ladybar. Mit einer besonderen Fähigkeit. Und ein Blanas mit einer besonderen Fähigkeit. Und ich dachte, ja, hast du eine besondere Fähigkeit? Ich weiß es nicht mehr. Doch, hat's. Und da dachte ich mir, ja, warum nicht? Ne, ich nehme jetzt einfach mal alle an, wenn ich es kann. Ist mir eigentlich vollkommen egal mittlerweile. Ich werde sie eh später alle aussortieren, die ich nicht brauche oder nicht haben will. Von daher ist es jetzt momentan egal. Und ja. Ja. Am nächsten Morgen jetzt können wir die Kastanie abgeben und alles wird fertig gebaut. Soweit ich weiß. Ich hoffe, wir brauchen nicht mehr als drei, die wir selber gefunden haben. So. Erstmal Belieber wieder mit seiner Post. Er hat ja gesagt, auch sehr, sehr viel. Von daher kann ich es verstehen, dass wir jetzt so viel bekommen, aber mal gucken, wie viel es noch kommen. Ich nehme nochmal an. Süße Hände. Ein wenig neidisch. Teddy Ursa leckt sich oft seine mit Honig bedeckten Pfoten. Es mag zwar etwas klebrig sein, ihm die Pfote zu schütteln, aber neidisch kann man da schon werden. Azuril, der kleine Held. Azuril ist unser Held des Tages, denn sein Mut übertrifft seine Größe bei Weitem. Fleckmann war in einen Teich gefallen. Der Schweif unseres Helden, den er dem verzweifelten Opfer zuwarf, bewahrte diesen vor dem sicheren Ertrinken. Hinterher meinte Fleckmann, es habe schlicht vergessen, wie man schwimmt. Das kann ich mir vorstellen, meine Fleckmann. Ist ja Wasserpsycho, aber ist ein dummes Pokémon. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Jo, Bro, hast du jetzt die letzte Kastanie? Mhm. Oh, eine Kastanie, wie geil, Alter. Gib sie jetzt her, gefuscht. Ja, ist ja gut, hier. Geil. Leute, wir haben die letzte Kastanie.
Wir werden die Basis im Handumdrehen renovieren. Okay. Und so setzt die Menke nach dem Verzehr einer weiteren geschälten Kastanie die Renovierungsarbeiten vor. Und endlich war die Basis fertig. Wie sieht sie aus? Mega geil! Endlich! Endlich ist der Tag gekommen! Mike, endlich ist es vollbracht! Die Basis von Team Epic! Wow, total cool! Fast schon zu cool, um wahr zu sein. Und die Ähnlichkeit des Designs bietet dir jetzt dem Ganzen das Sahnehäubchen auf. Wir haben mich alle sehr hart dran gearbeitet. Das war wirklich anstrengend, aber es hat sich ausgezahlt. Genau, Wing, genau! Ich danke euch allen. Hört mal! Ich möchte euch was fragen. Jetzt, wo die Retterteam-Basis fertig ist, bedeutet das dann, dass wir keine geschälten Kastanien mehr bekommen? Ich hätte vielleicht fragen, das liegt doch auf der Hand, oder? Schließlich muss er jetzt nicht mehr an der Basis rumgebaut werden. Vielen Dank für alles, liebe Mankey. Das ist schon der Scheiß, Alter. Ich will eigentlich schon weiter arbeiten. Also, arbeiten will ich überhaupt nicht, aber diese Kastanien, dafür lohnt es sich halt. Ja, was machen wir? Ich habe eine Idee, Mann. Massenraserei! Warte, was? Was ist denn jetzt kaputt? Unsere Basis anscheinend. Oh, oh nein! Hey, tick dir doch ganz sauber, hört auf damit! Oh nein. Mit vereinten Kräften gelang es, die wild gewordenen Menke zu stoppen und die Basis vor größerem Schaden zu bewahren. Die Menki schlugen nach dem Erhalt weiterer Kastanien mildere Töne an und kehrten rasch in den Wald zurück. Und so geschah es, dass die chaotische Renovierung der Basis doch noch ein versöhnliches Ende nahm. Was ich besser fände, hätten die Story umgeändert und irgendwie denen gezeigt, wie man das macht, ja. Keine Ahnung, weil jetzt ist ja irgendwie, ja, jetzt haben die immer noch nicht gelernt, wie die das machen und haben jetzt immer noch wie niemanden. Das ist so wie vorher für die. Weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Naja, egal. Muss uns ja eigentlich nicht stören und nicht kümmern, meine ich. Und unsere Basis ist fertig und sieht so geil aus. Oh, ich liebe es. Sieht so cool aus. Morgen, Mike. Auch am nächsten Tag sieht die Basis immer noch so genial aus wie tags zuvor. Sie wirkt sich auch auf die Stimmung aus. Irgendwie bin ich so richtig beschwingt. Ja, ich auch. Hängen wir uns auch heute wieder richtig rein in unsere Arbeit als Retterteam? Ja, ja. Wenn lieber kommen wir jeden Tag. Ja, sagen wir mal Hallo, Klonk. Ja, das ist ein Hallo. Lol. Was haben wir denn diesmal? Nummer 25 Dungeons und Wetter. Sonic verstärkt Feuerattacken und schwächt Wasserattacken. Sandsturm fügt allen Pokémon regelmäßig Schaden zu, außer solchen von Typ Boden, Gestein und Stahl. Ein fantastisches Geschenk. Als Belohnung für deinen unermüdlichen Einsatz hat die Rettungsorganisation ein fantastisches Geschenk für dein Retterteam. Löse das beigefügte Intensivticket erst im Makuhita Dojo ein und trainiere, was das Zeug hält. Okay. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Okay, dann gehen wir wirklich Reihe nach durch. Das wirkt auf mich so, als wäre alles geskippt. Ist aber nicht. Okay. Dann gehen wir mal kurz zum Markt. Komisch, Simsala ist immer noch nicht zurück. Hm. Da mache ich mir schon irgendwie ein wenig Sorgen. Ja. Ups. Nein, nein. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich brauche das. Was habe ich denn abgegeben? Das brauche ich. Gib her. Okay. Doch noch abholen. Ich bräuchte ein paar größere Äpfel. Und die Belebersamen. Belebersamen brauche ich ganz viele. Also ich kann immer nur zwei mitnehmen. Warum kann ich immer nur zwei mitnehmen? Okay, seltsam. Ja, lassen wir es das erste. Jo. Hm? Warte, was? Ach, krummelt. Hunger. Was machen wir, Mann? Warum wachst du da? Hey, Mann, wachst du? Hey. Mann, wachst du hungrig? Du Futter dabei? Natürlich. Hm, echt? Futter, welches? Man magst du zeigen. Ich hab einen Apfel, ja. Mike, überreicht mal, magst du dir das Item Apfel?
Das Apfel. Man wachsen mögen. Gut. Man wachsen satt. Für die nächsten 10 Minuten. Du gut sein zu Mamfaxo. Mamfaxo wollen danken. Mampfgürtel erhalten. Mamfaxo jetzt gehen. Du gut sein zu Mamfaxo. Okay. Ist das neu? Also ich weiß, dass es Mamfaxo noch für die Story gibt, so wie Isso und Wing genau, aber... Das ist mir jetzt neu, dass der random einfach hier aufgetaucht ist. Weiß nicht, ob das mit irgendwas zusammenhängt. Erhöht den Angriff und Spezialangriff seines Trainers. Sein Magen leert sich jedoch schneller. Hä? Was? Ich weiß nicht, ob ich das will. Das wäre was für ein Bosskampf. Den behalte ich trotzdem mal, weil das wäre was für ein Bosskampf. Ja. So, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Haben wir irgendwas neu freigeschaltet oder so? Oder einfach Aufträge einfach machen, glaube ich, oder? 3, 4, 6, 8. Ja, dann müsste ich das kurz machen. Bis 8. Ja, dann spiel ich kurz den Stallberg durch, glaube ich, oder? Oder Selbstanhöhle? 7. Ne, ich mach kurz den Stallberg durch und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe den Dungeon dann auch mal geschafft. Haben ein paar Truhen genommen und bekommen Regenbogengummi und Stromstoß als TM. Okay. Leider keine Mitglieder bekommen, aber das ist okay. No. Kühle Samen, AP, Brause, okay. Und da kriegen wir unsere 9 Punkte. Hoffentlich reichen die diesmal aus für den neuen Rang. Schlafsamen, okay. Mir geht es eh nur gerade um die Punkte. Okay, noch 80 Punkte. Komm schon, das kriegen wir hin. Zitrobeere und Zink, 50 Punkte. Ja, das haben wir locker drin jetzt. Oh, das sind mehr. Das sind mehr als 1000, glaube ich. Offenladen. Nein. Taubsamen. 50 Punkte nur. Oh Gott, bitte reicht das. Bitte reicht das. Oh Gott, ist das bitter. Oh Gott, ist das bitter. Nein, es reicht nicht. Die wollen 200 mehr. Denn das reicht für euch. Lass uns Feier machen. Okay. Am nächsten Morgen. Passiert irgendwas Neues? Story vielleicht irgendwas? Wir werden sehen. Guten Morgen, Mike. Wir geben heute wieder unser Bestes. Anscheinend nicht. Gut, dann werde ich wohl weitere Aufgaben machen. Klang. Oder ist irgendwas im Briefkasten neu? Nummer 26, wo genau steckt wohin genau? Berichten zufolge wanderte wohin genau heute früh ziellos umher. Wohin genau, wusste wohl niemand. 2 Stunden später brachte das berühmte Team Hydro es wohlbehalten zurück. Was für ein Glück. Ein fantastisches Geschenk. Ein Intensivticket S. Okay. Gut. Gehen wir mal hier zurück in die Stadt. Guten Tag, wie geht's euch so? Okay, cool. So, dir möchte ich gerne... Nee, doch, ich will schon lagern. Ich will das hier weg. Wir haben ganz viele Goldbände bekommen. Die können wir also... Ich habe mir das nach angeguckt. Man kann die irgendwie verkaufen oder so. Und deshalb gehen wir mal kurz zu Keklion. Naja. Keklion. Nein, nicht Items kaufen, sondern verkaufen. Items verkaufen. Was möchtest du verkaufen? Goldband, ein golden glänzendes Band, das sich im Laden voll verkaufen lässt. Guck mal, wie viel! Oh. 2500! Das sind die glitzernden Stellen. 5000 kriegen wir für beide. Okay. Boah. Eine Einladung? Eine Einladung ohne Absender. Vielleicht geschieht etwas, wenn sie in den Briefkasten eines geheimnisvollen Traums geworfen wird, der ab und zu in Dungeons auftaucht. What? Das Spiel schmeißt so viel neuen Stuff, ey. Ich verstehe nichts. Was? K.O. Orb. Versuch dann einen K.O. Treffer bei allen Gegnern im selben Raum. Er ist in Monsterräumen besonders nützlich. Steckt dir doch manchmal fehl. Was Monsterräume sind, dazu kommen wir noch. Aber wahrscheinlich nicht heute. Mal gucken. Vielleicht. Ist random. Okay, den kaufe ich mal. 1000, ja.
Anscheinend ist das was Wichtiges. Ich werde dir mal für immer in meinem Inventar behalten. Oh, Einladung. Hast du in einem Dungeon schon einmal einen Raum mit verschlossener Tür gesehen? Nein? Dabei handelt es sich um ein rätselhaftes Haus. Was? Vielleicht passiert ja etwas, wenn du im Keklion-Laden auf dem Pokémon-Platz eine Einladung kaufst und dorthin mitbringst. Ich habe gerade eine gekauft. Von daher denke ich, war das eine gute Idee. So, Knuddeluff. Mal gucken, ob wir bei dir wieder was freischalten können. Und wen schalten wir denn heute mal frei? Ich will schon viel Geld ausgeben, aber nicht zu viel. Ja, Zivillicht, weil das können wir doch kaufen. Okay. Tada! Dadadam, dadadam. Okay, cool, cool. Europ Slime. Oh, Slimer wäre wichtig. Oh, das kostet zu viel. Europ kostet auch zu viel. Also zumindest für momentan. Ditto? Auch zu viel. Meryl? Auch zu viel. Ah ja. Die Treibsandwüste könnten wir noch kaufen. Die kaufen wir mal. Okay. Tada! Dadadam, dadadam. Okay, cool, cool, cool. Da wir hier von Klacklion, Noctuska und Tuska. Die antike Ruine können wir auch kaufen. Es war momentan nur für Pupanze. Wir kaufen es aber trotzdem mal. Okay. Tada! Kaufen nämlich erstmal von den Preisen her. Für Tanhill, Metang und wahrscheinlich Metagross die Magnetmine. Die werden wir uns auch mal kaufen. Alles klar. Tada! Dududududum. Cool. So. Und dann gucken wir uns mal kurz die Campliste an. Hm. Die Geröllhöhle, die kostet nicht viel. Ja, die holen wir uns mal. Und der Gift. Nee, nur die Geröllhöhle. Die holen wir uns, die Geröllhöhle. Mal gucken, welche Pokémon wir da bekommen können. Tada! Dann haben wir unser ganzes Geld ausgegeben, aber das hat sich, denke ich, mal gelohnt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Haben wir noch nicht gekauft und ich wette mal, nach der Hauptstory gibt es nochmal die letzten. Oder weitere, auf jeden Fall. Zum Erwerben oder so. Ja, mal schauen. Was wir jetzt machen, ist vielleicht erstmal jemanden das hier geben. Zum Beispiel Pikachu, weil den benutze ich ja eigentlich so oft. Dann wäre das für Pikachu wahrscheinlich besser. Ja. Ansonsten würde ich sagen, werde ich irgendwo wieder weiter nach Leuten suchen und so. Oder Supergegner machen. Vielleicht finden wir ein Shiny. 1, 2, 8 und 10. Das ist mir aber zu anstrengend, ganz ehrlich. Da habe ich keinen Bock zu. Das ist auch zu anstrengend. Das können wir machen. Ich habe mich gerührt, trotzdem wurde ich angegriffen. Warum greifen mich alle an? E4. Gut, da gibt es sogar einen Galopper. Ich schau mal, dass ich das mache. So, den habe ich dann wohl abgeschlossen. An ein Knackchen habe ich einen großen Apfel gegeben. Mit einer Fähigkeit entschärfen. Den werden wir in die Treibsandwüste schicken. Damit haben wir einen Klackion auch nochmal. Super. Und Taubsi gibt uns noch wieder Punkte. Mal gucken, wie viel. 50 nur. Verdammt, das reicht nicht aus. Oder? Nein, wir wollen aber insgesamt 100 haben. Okay, dann also der nächste Auftrag, den wir jetzt machen, wahrscheinlich jetzt am nächsten Tag machen werde. Den wir drei ausreichen. Am nächsten Morgen. Es passiert was. Die Musik ist aus. Oh je, noch ein Erdbeben. Scrollern vielleicht besiegt? Jetzt hat es sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es ziemlich viele Erdbeben. Ja, du. Was geht denn da unten ab bei Groudon? Oh, du bist aber früher auf den Beinen, Mike. Hast du das Erdbeben eben auch mitbekommen? Diese ständigen Erdbeben, es ist unmöglich in Ruhe zu schlafen. Hey, Ida! Hey, Lombrero, was ist los? Geht bitte schnell zum Pokémon-Platz. Die anderen sind auch schon alle dort. Nanu, steht irgendwas nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Tangulus hat alle zusammengetrommelt. Er hat auch die ganzen anderen Ritterteams gesammelt. Los, wir warten drauf. Die warten auf uns. Deshalb da schnell hin.
Wow, sieh dir all die Pokémon an. Echt so. Die sehen aber richtig cool aus, alle. Hier sind ja wirklich jede Menge Ritterteams. Ich habe sogar einige berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten erspielt. Dieser Tangulus. Was hat er mit all den Ritterteams nur vor? Aber guckt euch mal die Pokémon an. Hallo, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Mir fällt es nicht leicht. Echt nicht leicht, hier vor so vielen Leuten von euch zu sprechen. Wobei, entschuldigt, das tut jetzt echt nichts zur Sache. Wir haben ganz andere Probleme. Die Lage ist nämlich ernst. Wie ihr wisst, hat sich Chimsalas Team ja in die Tiefen dieser Welt aufgemacht. Doch sind sie noch immer nicht zurückgekehrt. Was? Ist das wahr? Ja, leider. Simsala und sein Team sind aufgebrochen, um Groudon zu besänftigen. Und seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Offen gestanden haben wir keine Ahnung, was mit ihnen passiert sein könnte. Keine Ahnung? Wie ist das möglich? Wir sprechen hier mal von Simsala. Zurückgekehrt sind sie jedenfalls noch nicht. So viel steht fest. Das ist wahr. Und es scheint, dass Groudon eine Nummer zu groß für uns ist. Was im Ernst? Ist dieses Pokémon namens Groudon einfach so stark? Geh doch los und überzeug dich selbst davon, wenn du mir nicht glaubst. Was? Das soll wohl ein schlechter Scherz sein. Da unten fließt überall Magma. Da verbrenne ich mich doch gleich. Ruhe, seid bitte ruhig. Tief unter der Erde lauern zweifellos sehr viele Gefahren. Es ist bestimmt kein Ort, an den sich jeder hintrauen kann. Deswegen habe ich so viele Retterteams gebeten, sich heute hier einzufinden. Ich schlage vor, dass wir ein Spezialteam aus den Besten der Besten bilden. Wer meldet sich freiwillig? Wer von uns wird sich als heldenhaftes Team in die Tiefen dieser Welt begeben? Hey Mike, das ist unsere Chance, wir versuchen es. Ja. Lasst uns lieber sein, Freunde. Was soll das denn jetzt? Ist das doch wohl unsere Entscheidung, oder nicht? Hört mir doch erstmal zu. Ich bezweifle ja gar nicht, dass ihr zwei schon sehr viel stärker geworden seid. Aber es gibt da draußen noch so viele Pokémon, die deutlich stärker sind. Ja, aber wir haben Items. Beleber haben ganz viele. Will denn keiner vortreten? Ich werde gehen. Wow, das ist Turtok. Turtok. Du meinst Raub-Ein-Turtok? Von Team Hydro? Die Wasserseifen aus den Kanonen aus seinem Rücken durchdringen sogar Stahl. Und in diesem Spiel schießt er sogar Hydro-Pumpe aus den Kanonen. Gerüchten zufolge soll es sich bei Groudon um ein Boden-Pokémon handeln. Ich bin ein Wasser-Pokémon und somit im Vorteil gegenüber dem Typ Boden. Meine Hydro-Pumpe wird mit Groudon einen kurzen Prozess machen. Ich bin auch mit von der Partie. Wow, das ist Octillery. Sie ist die Anführerin von Team Klammer. Ihre Spezialität sind hartnäckige und lähmende Attacken. Sie hält Gegner mit ihren Tentakeln und greift sie an. In jedem länger andauernden Kampf hat man sie lieber zum Freund als zum Feind. Wenn ich ein starkes Pokémon sehe, möchte ich es sofort mit meinen Tentakeln umklammern. Ihr werdet mich dabei doch wohl nicht vergessen, hm? Wow, Geowatz! Er ist der brutalste Kämpfer von Team Rumpelfels. Sein Körper ist hart wie Stein. Er hält sogar Explosionen ohne größeren Schadenstand. Sollte Groudon wirklich erwacht sein, wird es sein blaues Wunder erleben. Ich setze nämlich Steinwurf ein und schicke es damit postwendend ab in die Haie. Oh, Tota, Cocktailerin und Geowatz. Ich glaube, an dieser Auswahl kann niemand etwas aussetzen. Diese drei werden sich also aufmachen, um Simsala aus den Tiefen zu retten. Hurra, sehr gute Wahl. Ihr macht das selbstvertretend für uns alle. Gebt euer Bestes. Auf geht's. Yeah. Gebt euch Mühe. Ritterteam, Simsalas Team. Woo, ihr seid die Besten. Ich bin ein Kind von dir. Na, seht ihr, die sind echt mit allen Wassern gewaschen, nicht wahr? Ihr könnt die Angelegenheiten also getrost ihnen überlassen. Das stimmt schon, die hätten da viel bessere Chancen als Simsalas Team. Du, Johannes, mit dem Typvorteil. Da kann man nichts machen, Mike. Okay, dann werden wir mal schauen, wie die sich da durchzwergen. Ich wäre nur zu gerne selbst mitgegangen, aber wie auch immer. Überlassen wir die Angelegenheiten dort unten, Turtok und den anderen. Wir konzentrieren uns in der Zwischenzeit lieber auf unsere Rettungsaufträge. Okay, weil da haben wir neues. Ne, wir haben nichts neues Post bekommen. Okay, machen wir weiter. Heute geht's wohin? wohin?
geht's heute hin? Ah, hier. Da holen wir das Pokémon nochmal ab, würde ich sagen. Und holen uns damit einen besseren Rang. Bis gleich. So, damit haben wir diesen Mission auch geschafft. Hab das Kramux gerettet und kriege dafür einen perfekten Apfel. Und 75 Ritterpunkte, was bedeutet, es reicht für einen neuen Rang. Normal Rang auf Bronze Rang. 11 Plätze im Camp, 24 annehmbare Aufträge, 4 zusammenstellbare Teams und 40 Kapazität der Sammelbox. Wir haben jetzt 8 mehr Plätze in der Sammelbox, wie geil. Und kriegen dafür auch noch ein paar Sachen und nice. Mobile Statue. In der Nähe des Infobretts wird eine Statue von Mobile errichtet, statt wie früher zu Hause bei einem neben Haus. Schau morgen wieder vorbei und sieh sie dir an. Vielleicht fühlt sich Mobile durch die Statue ja geschmeichelt und taucht unerwartet in einem Dungeon auf? Oh lol. Ja, die gab es nämlich, weil Mobile war einer der Statuen. Gab es auch Lucario und was auch immer. Die gab es dann nämlich, weil Gen 4 war da komplett neu und die dachten sich so, mit einer Statue ist das, kann man sich so denken, guck mal hier, eine Mobile-Statue, genau. Ja, auf jeden Fall waren das neue Pokémon und die wollten die halt irgendwie ehren, weil das was Besonderes war. Deshalb war auch der letzte Rang in diesem im Original der Lucario-Rang. Einfach nur, weil es ein neues Pokémon war. Ja, ein bisschen Trivia für euch. Aber ja. Am nächsten Morgen. Was? Schon wieder ein Erdbeben? So viele Erdbeben. Ob das irgendwann mal ein Ende nimmt? Mike, irgendwas passiert gerade auf dem Pokémon-Platz. Es haben sich bereits viele Pokémon dort versammelt. Lass uns am besten sofort nachsehen gehen. Ja, besser wär's. Was geht denn ab, ey? Hey, Lombrero, was ist hier los? Oh, Pika, nun. Siehst du ja am besten selbst an. Oh nein, das sind Turtok und die anderen. Tangelist, was ist passiert? Sie wurden vernichtend geschlagen. Im unterirdischen Dungeon. Ist das dein Ernst? Dieser Ort. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es dort zugeht. Wir sind noch nicht mal bis zu Groudon vorgedrungen. Nichts und niemand kriegt mich zurück an diesen fürchterlichen Ort. Dieser Tor tief unter der Erde. Anscheinend hat er unsere Vorstellungen bei weitem übertroffen. Diese Narren! Das kommt eben davon, wenn man das Unmögliche versucht. Giga! Warum hältst du nicht einfach mal den Rand? Es geht hier um Sindalas Team. Wir müssen es retten. Denken ist nicht gerade eure Stärke, was? Sogar die sehen cleverer aus als ihr. Wer hätte das gedacht? Sogar Turtok wurde besiegt. Das muss ein ganz schrecklicher Ort sein. Wer würde schon freiwillig in einen so gefährlichen Dungeon gehen? Ich auf keinen Fall. Ich kann da nicht hin. Ich fange zu leicht Feuer. Wir gehen Erdbeben gegen den Strich. Das ist wie mit offenen Augen ins Verderben zu gehen. Leute, seht ihr? Endlich kapieren die Pfeifen, dass sie hier nichts ausrichten können. Ich würde mir ja doch nur meine Blätterfächer verbrennen. Selbst Tangelist bekommt weiche Knie. Seht's doch endlich ein. Um sein Bestes zu geben, reicht halt nicht. Das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Hört auf euren Verstand und lasst das mit der abenteuerlichen Reise lieber sein. Eigenlob stinkt zwar, aber das waren wahrlich weise Worte von mir. Uff. Ach, Mike, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Was sollen wir nur tun? Auch wenn es heißt, dass wir keine Chance hätten, sollen wir trotzdem versuchen, Simsa zu retten? Nichts wie los! Ja, du hast wahrscheinlich recht. In Ordnung. Hört mal alle zu. Ja? Wir gehen! Wir werden Simsas Team retten! Team Epic, pack das! Was? Was war das? Hey, wer sind die da drüben? Ich kenne die nicht mal. Das ist Team Epic, Mann. Hier in der Gegend sind die ziemlich bekannt. Die haben Aposvisis verbrannt. Was? Team Epic? Die, von denen wir dachten, sie hätten mit der Legende von Vanunna zu tun?
Davon habe ich gehört. Waren sie nicht bis vor kurzem noch auf der Flucht? Haben die denn überhaupt eine Chance? Sonderlich stark sehen die nicht aus. Zugegeben, vielleicht sind wir damit in der Tat etwas überfordert. Aber wir sind und bleiben ein Retterteam. Und ich meine, wir haben Arktis, Lavados und Zapdos besiegt. Wir wollten den Pokémon helfen, die Opfer der Naturkatastrophen geworden sind. Genau aus diesem Grund haben wir ein Retterteam gegründet. Deshalb will ich Simson das Team retten, auch wenn es sehr riskant ist. Egal was auch passiert, wir geben niemals auf. Dieser unverwüstliche Kampfgeist ist der ganze Stolz von Team Epic. Meine Güte! Bei euch herrscht ja wirklich Durchzug im Oberstübchen, wie? Schneidet euch doch eine Scheibe von den anderen ab und haltet den Ball flach. Nein, Pika hat recht. Hä? Ganz genau, meine Angst hat mir irgendwie den Blick für die Realität verstellt. Was? Wir haben vergessen, worauf es ankommt. Schließlich sind wir doch Retterteams. Und wir dürfen ruhig stolz sein. Stolz darauf, dass wir Retter sind. Pah, ich glaube echt, ihr habt nicht mehr alle Tasten im Schrank. Warum hört ihr auf diese Witzfiguren? Ich würd's euch doch bloß ins Verderben. Findest du? Wir sind doch erst einmal gescheitert. Totag! Jetzt ist sowieso nicht die rechte Zeit, um auf der faulen Haut zu liegen. Was? Genau, Schluss mit diesem Selbstmitleid. Geben wir jetzt auf! War alles umsonst! Nicht mit mir! Octillerion, noch Geowatz! Das klingt eben aber noch ganz anders! Das klang noch ganz anders vorhin! Stimmt, genau! Es muss irgendeinen Ausweg geben! Solange wir alle zusammenarbeiten, finden bestimmt einen Weg! Ziehen alle Retterteams an einem Strang, meistern wir den Dungeon bestimmt. Yippie! Sag mal, seht ihr noch ganz sauber? Oder habt ihr jetzt einfach völlig den Verstand verloren? Jammert mir nachher ja nicht die Ohren voll. Ich hätte euch ja nicht gewarnt. Viel Spaß im Land der Schmerzen. Wünsche ich euch Pfeifen. Ach, halt die Klappe, Gengar. Danke, Pika. Du hast verhindert, dass wir das Wichtigste in unserem Leben wegwerfen. Und zwar unseren Stolz. Vielen Dank von uns allen. Auf jetzt! Lasst uns zeigen, was wir drauf haben. Yay! Durch das Wortgefecht mit Gengar haben wir leider einiges an Zeit eingebüßt. Doch jetzt hindert uns nichts mehr daran, den unterirdischen Dungeon anzusteuern. Ich weiß, wir brechen erst morgen auf, aber ich kann es kaum noch abwarten. Nutzen wir also die verbleibende Zeit heute dazu, um uns kurz zur Hoffnung zu reiten. Sagt mir Bescheid, wenn wir aufbrechen können. Das können wir machen. Allerdings werden wir es in der nächsten Folge aufbrechen. Und heute nicht. Heute gucken wir uns ein wenig um und sammeln die Items für morgen. Wie ist es denn mit der Magma-Höhle? Wie ist es denn mit der Magma-Höhle? Wie ist es denn so? Sie wird mit nur so von 10 Pokémon. So viel ist sicher. Ich bin zwar stark gegen Feuer, aber dieser Ort, diese Monsterräume, die haben es in sich. Diese Explosion, diese Massenspammerei von Gegnern, da halte ich nicht mit. Okay, wir haben Bronze dran. Kriegen wir nicht irgendwas eigentlich damit? Dann muss ich mal gleich mit den Leuten reden. Mehrere Retterteams sind bereits auf dem Weg in die Magma-Höhle. Passt gut auf euch auf. Auf jeden Fall. Die Magma-Höhle ist voller Feuer-Pokémon. Feuer-Pokémon, da würde ich garantiert den Kürzeren ziehen. Aber nein, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Ausreden. Wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Soll ich erstmal entwickeln, du, dann kannst du was. Hey, ihr solltet es lieber bleiben lassen. Die Magma-Höhle ist voller Flammen. Da verbrennt ihr euch ruckzuck. Das stimmt bei mir zwar schon, aber ich habe Pikachu. Das können wir nicht tun. Wir sind doch ein Retterteam. Da dürfen wir die Hände nicht in den Schoß legen. Und Pikachu kann schon viel mehr ausrichten als ich dort. Hab ich's mir doch gedacht. Ich wusste schon immer, dass ihr etwas Besonderes seid. Macht nur so weiter. Eure Habseligkeit sind bei mir gut aufgehoben. Na, wir wollen was abholen. Und zwar ein paar Äpfel und Blebersamen, denn die brauchen wir dringend. Von denen brauchen wir sehr viele. Das ist Verbrennung hier? Nein. Ich muss gucken, was ich hier alles als reinpacke. Ja, zack, so schon mal. Belebersamen nochmal einen. Abholen. Zink. Das kann ich nicht mitnehmen. Teambeleberorb müssen wir eigentlich auch mitnehmen, du.
Wir müssen eigentlich alles mitnehmen. Wir müssen gut vorbereitet sein. In dieser Folge passiert uns nichts anderes mehr. Also, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und abhauen. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal schauen, was wir machen. Ich habe übrigens Pikachu jetzt einen Mampfgürtel gegeben. Der macht jetzt fast 100 Damage pro Attacke. Das ist so stark, der Mampfgürtel. Und vor allem ist es gute Pokémon, die man nicht spielt, den Mampfgürtel zu geben. Das heißt, Kraftmänner werde ich dann Magnetilo geben. Der kommt natürlich mit. Wie immer. Aber wir können ja das, was wir nicht benutzen, wegtun. Zum Beispiel Sparbendern, da habe ich jetzt kein wirklicher Fan von. Und Wiedersehenshaube bin ich jetzt auch kein wirklicher großer Fan von. Deshalb packen wir die mal weg. Dann holen wir uns noch kurz irgendwas ab, würde ich sagen. Was holen wir uns denn ab? Schlafkonvulsion, die sind beide eigentlich ziemlich gut. Aber wir holen uns erstmal... Oh Gott, wie viele Teambeleber haben wir denn? Das Zink. Perfekter Apfel. Kann nur dann nur einen mitnehmen. Da müssen wir irgendwas noch lagern. Das ist gut, das ist ziemlich gut. Das werden wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Tempo Orb. Das ist auch noch gut. Flea Orb. Ich weiß nicht. Ich würde es eigentlich nicht mitnehmen. Wohl, will ich wirklich fliehen? Ist die Frage eigentlich nicht. Und Zink nehme ich ja jetzt gerade nur mit, weil ich Sachen erhöhen will. Was haben wir denn noch so? Belebersamen sind ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Wir werden nämlich öfters drauf gehen. Linkbox tun wir mal weg. Bin mir nicht sicher, ob wir die überhaupt gebrochen werden, deshalb. Dann holen wir uns dafür nochmal einen Belebersamen ab. Die sind besser als die Beleber Orb. Ich muss beleben, das nehmen wir mit. Was haben wir denn jetzt alles eigentlich? Gucken wir nochmal ganz kurz nach, was wir haben. Das gebe ich dann mir. Ausweichorb, Top-Ether. Warte, kann man eigentlich hier sortieren? Ist es sortiert? Okay. Ja, Kraftbandana gebe ich mir und Magnetilo. Drei große Apfel, einen perfekten Apfel. Zwei Top-Ether, zwei Top-Elixier. Vier Sinelbeeren, drei Mini-Belebersamen. Acht Belebersamen. Kühlersamen, Sichtsamen, Plosivsamen. Schlafsamen, Taubsamen, Zink Zink, Genauigkeitsbrause, Flea Orb, Allauszweig Orb, Tempo Orb. Schlafzweig ist wichtig, Einladung einfach nur so. Ich gucke nochmal ganz kurz, was ich denn noch hier hätte. Ich habe halt echt Angst, dass wir down gehen zu viel. Deshalb müssen wir einen. Ob Zurücksetzort, was hebt den Zustand Erkenntnis sowohl bei Mischrennen als auch bei Gegnern auf der ganzen Ebene auf? Aber vor sich, es gibt auch Orte, in der, was ist denn das? Ich habe absolut keine Ahnung. Hi, Schlupuk. Die Worte von Pika haben auch mich tief berührt. Ich stehe jederzeit bereit, um eure Attacken zu verlinken. Ja, Pikachu wurde ja schon, habt ja schon seine Attacken verlinkt, deshalb passt das schon. Totok. Ich meine Kickle. Meine Güte, die Ansprache von Pika hat mich tief berührt. Warte, was hast du eigentlich gerade am Angebot? Äpfel müssten wir eigentlich auch mitnehmen. Wir haben halt nur große Äpfel und ich weiß nicht. Egal, wir nehmen einfach mal die normalen großen Äpfel, du. Warum nicht? Ja, das ist ein anderer Kekleon. Und nicht nur die Brüderchen, auch ich bin vollermaßen berührt. Brüderchen, mein Bruder. Ja, das ist doch cool. Ja, ich weiß, ich habe mit dem fast nie geredet, aber jetzt werde ich es machen. Sorry.
Ich dachte immer, die sagen das Gleiche, aber sagen ja anscheinend nicht. Was da auf dem Platz gesagt wurde, hat mich sehr bewegt. Ich darf nicht in Panik verfallen. Immerhin kann ich Erdbeben voraussagen, da sollte ich die Ruhe bewahren. Offenbar habe ich etwas von euch jungen Leuten gelernt. Das ist doch super. Mein Pika, bitte pass auf euch auf. Macht euch um uns keine Sorgen. Wir werden versuchen, keine Angst mehr vor dem Beben zu haben. Ich werde mich dagegen abhärten. Nice. So, Billika, du kannst mein ganzes Geld nehmen. Nicht schlecht, ihr zwei. Ich passe auch weiterhin gut auf euer Geld auf, während ihr unterwegs seid. Alles einzahlen, yep. Yep, zack. Bitteschön. Siedelbeere. Kein Platz mehr, also egal. Jo. Ich werde euch auch so gut unterstützen, wie ich kann. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Aber erstmal die Mobile-Statue betrachten. Da ist eine Statue von Mobile. Von hier aus hat man einen tollen Ausblick und die Meeresbrise ist sehr angenehm. Ja. Normalerweise stände sie genau hier. Hier wäre normalerweise eigentlich ein kleiner Berg. Und da, also so ein Berg wie dort halt, dahinter. Und da standen halt normalerweise dann die ganzen Statuen auf. Ich glaube, es gibt 4 oder so. Und wir werden dann in der nächsten Folge diesen sehr, anscheinend sehr schweren Dungeon ausprobieren. Haut rein, Leute. Ciao.